Du bist live. Ja, hallo. Bin ich denn schon live? Hallo, grüßt euch Gott. Oh. Ja, Mensch, wer bist denn du überhaupt? Wer bin ich nicht? Ja, Heinz, warte, der Hals ist drin, jetzt ist er draußen. Ja. Ja, wir sind nicht mehr, Heinz. Wir haben ja die allgemeine Maskenpflicht. Wir haben die neue Vollmasken. Für den Herrn Zeder haben wir die erfunden, weil wir gesagt haben, wenn wir schon Masken drunter haben, dann haben wir doch gleich eine Vollmasken. Ja. Das ist der Masken-Rudi. Und der Masken-Franco. Der Masken-Franz. Genau. Also, wenn ihr eine Masken braucht, dann kriegt es. Es pfeift, macht nichts. Ja. Es kriegt es in Amazon 10 Stück für 12 Stück für 10 Euro. Ich muss noch was dazu sagen, die sind hygienischer wie die normalen Stoffmasken. Okay? Weil sie bei den Stoffmasken, da hängt der Corona recht, da greift sie da ein. Und die haben nämlich extra so gemacht, so glatt gemacht, dass der Virus, der Corona, den haut sofort auf. Der kann sich gar nicht festsetzen. Annette ist auch mit dabei. Grüß dich. Ja, grüß dich. So, jetzt tue ich es aber runter, weil so glaube ich, komme auch nicht zum Einkaufen, die ist genauso grausam wie die anderen. Aber du hast ein lachendes Gesicht. Oh, hey, Zeit. Franz. So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Hast du einen Löffel auch dabei? Löffel habe ich auch da. Pfeift ein wenig hin. Pfeift ein bisschen. Macht aber nichts, wenn es pfeift. Was brauchst du wieder? Kochlöffel, oder? Kochlöffel. Hast du die? Ah, ja schon. Ja, mein Gott. So, hast du eh die Kochlöffel da? So, also wir packen es wieder ein bisschen live hin. Wenn es ein wenig pfeift, macht nichts. Ja, servus Annette, bist du auch da? Schön. Ah, dann nicht die Mensch Hackgottner. Servus. Ja, jetzt kommt der schneidige Auftakt. Jetzt kommt er. Wir begrüßen alle mit Kraut und Rühm, ohne Kraut und Rühm, die zwei Zecherbuben, alle weit und fern und nah und fern. Dieses Video wird auch hochgeladen auf YouTube. Ihr könnt auch auf YouTube gehen, zu den Zecherbuben Channel, da könnt ihr uns abonnieren. Ah, der Roland ist auch da, servus. Ja, schon hier. Ja, warten wir, schauen wir, wenn der Pfiff nicht besser wird, müssen wir dann noch ja, regulieren. Dann schauen wir mal. Heute machen wir ein bisschen Cabaret, unsere eigenen Songs. Heute kennen wir nur unsere eigenen Songs, keine Fremden. Wir haben fleißig am Komponieren gewesen, jetzt waren auch fleißig im Studio immer. Ende August erscheint unsere CD und heute nur Zecherbuben eigene Songs. Auf der geht's! Erste Song, wir spielen heute ganz schneidig auf. Und schneidig auf, war ich zündig, es erlaub. Die Stimmung ist schon riesengroß. Heute ist der Teufel los. Die Quetschen bringt uns schnell in Schwung. Dieser Rhythmus hält uns jung. Mit einer Brotzeit und einer Bier dazu. Dies nehmen wir bayerische Kultur. Zurück, das pfeift ein bisschen hin. Da pfeift er ein bisschen, der Bursche. So! Wenn er nicht mehr pfeift, ist er nicht mehr da. Dann ist er nicht mehr da. Jetzt ist er besser. Ja. So, wir waren ja. Was haben wir als nächstes? Hey, da kommst du gleich ins Schwitzen, gell? Ja. Der Biker. Du hast schon lange nicht mehr gegriffen, muss ich feststellen. Ja, haben wir schon 4 Monate ohne. Also, da haben wir aber schon Biken. Ja, wir waren ja. Am Samstag waren wir mit 12.000 Bikes in München.
Herr Scheuer, wir grüßen Sie. Haben wir einen mittleren Ring ein wenig dicht gemacht. Dafür können wir mit dem Fahrverbot jetzt auch abhacken, glaube ich. Der Scheuer hat es kapiert, ich glaube, der Söder auch. Wenn ihr euch mit die Biker anlegt, ich glaube, insgesamt waren 100.000 auf der Strecke. Und es gibt viel mehrere. Ja. Also ich bin auch ein Biker. Also Markus, du ja nicht geh uns an. Du verlierst. Ja. Ja, und der Rudi hat ja vor kurzem, das haben wir schon letztes Jahr, glaube ich, haben ja, wir, schon haben wir schon gehabt, genau. Den Biker Blues geschrieben, ja. Und das passt genau zum 4.7. Der Biker Blues, weil Motorradfahren ist unser Freude. Und die lasst bloß nicht. Die nimmt uns keiner ein und am Morgen auch nicht. Genau. Dieses Hobby, da nehmen wir Zeit. Aber Arbeit ist es nicht so. Du schaust, liegst am Friedhof drum. Das eine wird's mir kaum. Und du da vorne ist ein Traum. Wenn ich den Zaun vom Motorrad her reißt's mich gleich, der Klang ist liegen dir. Eine ins Leder gewohnt. Auf mein Ski. Ich geh den Duft von der Natur, leg mir eine Kurve und krieg nicht nur. Und ich sag schon, was das macht, wird richtig Spaß. Motorrad fahren, das ist mein Frei. Für dieses Hobby, da nehmen wir Zeit. Weil Arbeit ist nix so. Bis schaust, liegst am Friedhof drum. Das eine dürft's mir kaum. Motorrad fahren ist ein Traum. Ins Gebirge, a schöne Strass, ja, da kannst du mich haben. Kehr ich dann in der Wirtshaussee, da gibt's gleich a Brotzeit, das muss schon sein. Was ganz schönes Kind, wie's Bikerleben. Motorrad fahren, das ist mein Frei. Für dieses Hobby, da nehmen wir Zeit. Weil Arbeit ist es nicht so. Du schaust, liegst am Friedhof drum. Die Sonne, die hat's mir kaum. Und du da vorne ist ein Traum. Grüß dich Johannes, wie geht's denn? Wie schaut's aus? Bist schon wieder im Geschäft? Also wir haben jetzt bald wieder Ende Juni, Anfang August greifen wir schon langsam wieder hoch. Johannes, alles Gute dir. Ich hoffe, es geht bei dir auch schon wieder ein bisschen was vorwärts. Ja, mei, was tun wir jetzt? Schlawiner sind wir. Schlawiner sind wir, ich darf mir fast Schlawinerbrücke spielen. Ah, Schlawinerbrücke. Die ist auch drin irgendwo. Ja.
Wir sind ja schon langsam werden wir wieder warm, schon langsam werden wir wieder fit. Ja. Schon langsam geht es wieder vorwärts. Seit heute, oh, lieber Dank, Herr Söder, haben wir ja 100 Leute heute, seit heute innen drin. Jetzt fragt sich bloß, wenn man drei Räume hat, kann man in jedem Raum 100 machen oder muss man die dann aufteilen? Ha. Ja, das haben wir jetzt nicht gefragt. Das? Aber du siehst, was der Angst jetzt gehabt hat, durch das, dass du jetzt mit dem Motorrad da nach München gefahren bist. Der hat dich wahrscheinlich gesehen und ich weiß auch nicht, wie es du da geschaut hast. Aber gut. Franz, ich denke mir, du hast schon mal einen Ausdruck im Gesicht gehabt, ja, oder? Ja, wir waren alle friedlich. Die Polizei war nicht aus dem Ringspruch, da haben sie uns gesagt, die Veranstaltung ist abgesagt. Da haben wir gesagt, wir fahren trotzdem weiter und in Fürholzen war alles gut. Da hat uns die Polizei die Autobahn aufgemacht, damit wir rausfahren haben können. In München waren es alle so, haben es so gemacht. Und was hat ein Polizist in München gesagt, im BR sogar? Wir können, was soll man sagen, die Biker dürfen ihr Fahrzeug hinbewegen, wo sie wollen. Mhm. Also. Du weißt, was mir jetzt gerade eingefallen war, du bist ja bei Markus umgewiesen, nicht beim Söder. Ja. Hey, die haben unseren Innenminister, unseren bayerischen, der hat sich nicht geoutet. Weißt du warum? Das ist nämlich auch ein Biker. Oh. Hast du da was gehört, dass sich der geoutet hat? Nein. Der wird einen Roller haben wahrscheinlich. Ja. Meinst du, dass wir das Motorrad nicht mehr haben? Der wird bloß mehr einen so. Ich doch nicht. Wer ist der Fester? Fieser? Ja. Wo kommt jetzt der Pfiff her? Der kommt von dir. Echt? Ja, irgendwo haben wir ein Problem mit, oder ist der Corona bei dir herin oder was? Ja, dann ist er aber im Mikrofon. Du, deine Höhen ein wenig außer, Johannes, jetzt brauchen wir die, du, dann kannst du uns ein bisschen einen Sound erstellen. No. Du, deine Höhen ein wenig außer, deine Höhen, nicht deine Ohren, sondern deine Höhen. Ja, wir haben jetzt den Schlawiner Polka, die hat der Rudolf geschrieben, weil er halt der Schlawiner ist. Ja. Und der ist in F-Dur. Ich hab mich geoutet. Also wenn einer mitklepfen möchte oder mitspielen, der Franz hat extra Leveln, die in F-Dur sind. Und wenn einer tanzen will daheim, was hat der Markus gesagt? Der Sheriff, wer tanzen will, der kann auch daheim tanzen. Also dann tanzt daheim, macht vielleicht viele Fotos, falls daheim tanzt. Und schickt es an die Regierung nach München, wie es daheim tanzt. Jeder daheim tanzen, Fotos und eine schicken per Post an die Regierung in München, dann haben die ein bisschen Arbeit. Genau. Ist ja nichts für ungut. Also, no, Schlawiner Polka. Schlawiner Polka, schöne Polka, da könnt ihr tanzen drauf. Links um mich, rechts um mich. Achtung! Ja, bin schon durch. We'll be right back.
das war also die Polka. Ich hoffe, ich schwitze zu Hause daheim beim Tanzen. Oh, lecker, keine Kondition mehr. Ja. Mann. Franz, du schwächelst, ich weiß nicht, was ist los. Aber ja. jetzt hat der Markus gesagt, mit dem wir jetzt noch bald. Jetzt gehen wir auch wirklich noch bald. Ja, wir sind also demnächst sind wir in Nittenau, wie schon geplant. Wahrscheinlich Anfang August sind wir in Nittenau, da machen wir eine Session am Volksfestplatz Zecherburm. Normalerweise war da am 22. August der große kulinarische Abend in Nittenau mit 2.500-3.000 Leuten. Die haben die Leute abgesagt, da haben wir angespielt, jetzt machen wir den Mini-Kulinarischen wahrscheinlich am Volksfestplatz in Nittenau. 200 die haben wir schon haben. Ui, Prost, gehen wir es mal hin. Vielleicht gehen wir bis dahin auf 300 und wenn nicht, draußen die haben wir 200 haben. Und was ist draußen? Draußen? Draußen ist überall. Überall. Prost. Halleluja haben wir gesungen, haben sie uns unsere Weiber genommen. Halleluja singen wir nicht mehr. Könnten sie es uns wiederbringen. Das war jetzt der Trinkspruch. Rudi, du hast mich danke. Ja, freilich. So, und nach dem Jahr, wir haben ja gerade am Anfang schon gesehen, mit unseren schönen Vollmasken, sind wir ja, glaube ich, unser Lied, das Zombieland ist ja schon bekannt, schon langsam. Das passt ja wie Faust aufs Auge, weil wir ja immer noch das Zombieland haben. Ich bin ja letztes Mal mit dieser Maske bin ich reingegangen zum Netto und habe mich der Security gefragt, warum ich vom Mumm. Ich habe gesagt, warum, das ist eine Maske. Wenn ich ein Senium habe, bis daher ist doch auch vom Mumm mit der Sonnenbrille, oder? Dann ist er wieder gegangen und hat gesagt, ja, dann kann ich mit dir auch einkaufen. Und jetzt haben wir uns die Bestellung, gehen wir zum 20. Mal zum Einkaufen. Das ist auch ganz schick, gell? Ja, schon haben wir ein schönes Tag. So, also, nachdem wir ja immer noch, danke Markus, im Zombieland haben, das Zombieland. Jo, erleben. Text und Musik, der Rudi Schmidt. Blauer Himmel, die Luft ganz rein. In Zecken viele Vögel, es scheint, als wäre alles neu. Gewässer waren noch nie so sauber und klar. Da graust man bin ich zurück, wie es vorher war. Wir waren alle in einem Hamsterrad. Nie noch gedacht, um was ist wirklich grad. Egoisten sind entstanden, gar wieder im Land. Erleben wir im Zombieland. Wir waren alle in einem Hamsterrad. Nie nachgedacht, wo es sich wirklich dreht. Egoisten sind entstanden, komm wieder hinan. Erleben wir im Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Denk nochmal zurück an meine Kindheit. Kein Handy, nur mit freiem Mensch war das doch eine schöne Zeit. Mit Ideen und Geschick haben wir so vieles gebaut. Das konnte sich keiner vorstellen, der nur das Handy schaut. Oh, wir waren alle in einem Hamsterrad. Nie nachgedacht, und was ist wirklich dran. Egoisten sind entstanden, kein Millennium. Erleben wir im Zombieland. Wir waren alle in einem Hamsterrad. Nie nachgedacht, was ist wirklich dran. Egoisten sind entstanden, kein wieder im Land. Erleben wir im Zombieland. Jetzt alle an! Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Zombie, Zombie, Zombieland. Was ist wirklich dran? Egoisten sind entstanden, komm wieder in an. Erleben wir im Zombieland. Ja, alle
Alles live. Zombieland. Alles live. Das Zombieland, das ist, glaube ich, was, das können wir immer wieder brauchen. Auch wenn Corona vorbei ist, Zombies gibt es immer wieder. Jo. Ich habe schon ein neues Lied wieder im Petto. Ich bleibe nicht mehr lang da. Ich fahre morgen wahrscheinlich schon davon. Aha. Weil überall rennen sie umeinander. Im Zombieland. Das wird kein neues Lied. Tja. Ja, Franz, wo spielen wir denn wieder mal für uns? Das warte, ich muss mal schauen. Jetzt, ja. Ich, haben wir, jetzt haben wir was für alle Twist. Vielleicht schaut da mal unsere Frauen zu, die drei Schwestern. Ach so. Ja, die Ingrid und so weiter. Die haben auch die Tänzerin von Bösing, die immer so gern tanzen. Ach so. Rock'n'Roll wollen sie immer hören und einen Twist. Ja. Was nehmen wir denn dafür? Dann nehmen wir unseren Lederhosenrock. Ja. Wenn ihr Lederhosen daheim habt, wir haben da eine hinten. Da hinter mir hängt da eine, ja. Sitze. Das ist ein Rudi, die sei. Ja. Das sei Sonntagslederhosen. Die hängt da im Proberaum, aber damit es ein wenig durchbeilt wird, wenn wir spielen. Ja. Ja, also Lederhosenrock haben wir schon, vielleicht haben wir schon länger im Programm. Der Stefan Fuchs, habe ich die Ehre. Auf geht's zum Mitsingen. Lederhosen, Lederhosen, this is Fish. Yeah. You're off the Bronson Way, though he's become shoo you wah. Need a king in fire for a segment, shoo you wah. Hamburg bis nach Kanada, Dobrun, shoo you wah. Was jeder das, wie jeder Host, Bronson, shoo you wah. Lederhosen, Lederhosen, this is Fish. Lederhosen, Lederhosen, this is Fish. Lederhosen, Lederhosen, muss man holen. Lederhosen, Lederhosen, muss man drum. Lederhosen, Lederhosen, this is geil. Lederhosen, Lederhosen, mein oh mein. Lederhosen, Lederhosen, doch und noch. Da bist die Buchsen klar. Wir sind ein bisschen wirklich alle noch eingefroren. Das wollte man auch nicht glauben, wieder ein Witz, gell? Ja, das wird schon wieder. Das wird schon mit der Zeit. Wir haben auch zwingend Flüssigkeit. Ah ja, das macht es auch aus. Sorry. Jetzt haben wir das Musikantum
das Musikantum, das ist auch ja eine Sache. Weil stellt euch vor, wir sind ja schon 40 Jahre unterwegs. Auf der Spur. Genau. Ich glaube, mich hört es bald um, mich haut es bald um. Musikantentum. Treibt uns auf, treibt uns an, weil jetzt hat es uns 4 Monate überhaupt nicht umeinander drin. Das ist dann auch nicht schön, wenn es uns überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Das ist einmal in der Bierzelterlei, in der Freie zum Frühschoppen, wenn es so noch abgestanden Bier und schmeckt und schon Weißwürsch gibt es dann schon und ein Weißbier aufbaut um 10 Uhr Weißbier und dann von 11 bis um 4 Uhr gespült. Das ist eine Freude oder auf Nacht mit der Sängerin zu dritt einmal. Ja. 3, 4 Schnaps, 5, 6 Weizen. Das ist Therapie. Therapie, Medizin, alles miteinander. Ich glaube, da können alle Musikanten mitfüllen. Das geht uns gescheit ab. Raus, nicht im Keller herumsitzen oder stehen. Wieder auf der Autobahn in Hamburg warten schon oder so. Ne? Genau. Ja. Ja, dann spielen wir das Lied. Das also, Franz, hängen, Anhänger an, da geht's auf nach Hamburg. Das habe ich mal geschrieben, weil wir so. Wenn man so wichtig, wenn man so wichtig auf Achse waren, 8-mal, 9-mal, 10-mal im Monat, dann haben wir gesagt, mei, jetzt haut es uns bald um. Wie soll das bloß weitergehen? Jetzt sehen wir es auch, wie es weitergeht. Hoffentlich geht es überhaupt wieder weiter. Gell, aber du hast einen guten Text geschrieben, Franz. Das habe ich da schon. Hoppens. Jo, super. Wieder auf der Autobahn und wieder schon im Stau. Wie soll ich da weitergehen, mein interessiert gut Sau. Wieder auf der Autobahn in Hamburg warten schon. Wie soll ich da weitergehen, mein Sommer's lieber Mann. Aber da ist nicht so weit. Ein bisschen ist noch Zeit. Musikantum, dies ist unser Leben. Das ganze Jahr wollen wir die Leute eine schöne Musik geben. Ein Musikantum, das ist unser Leben. Oh, Musikantum, das ist unser Leben. Das ganze Jahr wollen wir die Leute eine schöne Musik geben. Ein Musikantum, das ist unser Leben. Hinte Birne, Affe, Obe. So geht's ganz Jahr, 40 Jahre schon unterwegs, ja, ich hieß den Dienst noch vor. Muss im ganzen Land, da treibst du mich herum. Wie soll dies noch weitergehen, ich hau mich aufs Bein um. Aber nun ist nicht so weit, ein bisschen ist noch Zeit. Das ist unser Leben. Das ganze Jahr wollen wir die Leute eine schöne Musik geben. Ein Musikantum, das ist unser Leben. Naja, aber wie hört man schon noch hier, solange die Flüssigkeit nicht ausgeht, die hält uns aufrecht. Die Flüssigkeit? Genau. Und da bist du früher, Obi, Franz, nicht in, bist du da nicht in den Darmschlag gegangen? Ja, der Darmschlag. Wenn die Flüssigkeit ein bisschen weniger geworden ist. Seit 1981 unsere Stammkneipen, momentan ist ja zum Verpachten, also wer Kneipen sucht, der Ulrike. Ich glaube, gibt es eine Homepage www.taubtauben, wie die Taube, taubenschlag.de. Ulrike Kneipen, zurzeit ist es halt schlecht mit einer Kneipen, gell? Servus, Klaus Röckl. Aber wenn es wieder besser wird, wäre eine schöne Kneipen, wo also nebenbei einmal. Ulrike, genau. Der Taubenschlag. Treffen Sie einen Biker dort. Ja, und? Schöne Biker. Weizentrinker. Weizentrinker und so eine Musiker wie mir. So windig. So windig wie bei mir zwei.
Ja, ihr könnt auch mal auf unserer Homepage schauen, www.zecher-burm.de. Da sind auch Videos, auch immer diese Live-Videos sind drin. Oder geht's auf YouTube, Zecherburm, da könnt ihr unseren Channel abonnieren, der ist ganz neu. Zecherburm auf YouTube, da ihr einen Channel abonnieren, da ihr liken. Schaut es da mal, dass wir auch ein wenig Geld verdienen. Ja. Unsere Lieder, gell? Das ist pro Lieder Fünferl. Eben. Irgendwann wird es auch mal ein Eiserstecker-Leis. Ja, oder zwei. Oder zwei. So, dieses Lied ist ihm jetzt im Darmschluck gewidmet. Im Darmschluck heißt das Ding. Packen wir's. Das ganze Jahr Tag aus Tag ein, da sind wir unterwegs. Ja, liebe Leute, als Musiker, du hast einen schönen Stress. Und pass auf, bis nach Paderborn, der Weg ist uns zu weit. Da gehen wir endlich wieder heim, dann gibt's für uns ein Freund. Immer noch im Darmschluck ein, ein bisschen ist noch Zeit. Wie wird den Schinger-Jaserlein, den jetzt braucht man ein Bier. Seit Stunden sind wir unterwegs, drum gehen wir jetzt zu dir. Wirklichkeit und frohe Leid, die trifft man bei dir an. Was ist denn schon dabei? Oft sind wir auf der Autobahn, ein Bier wär jetzt nicht schlecht. Da denkt man dann an die Polizei, der wär's bestimmt nicht recht. Und schenkt man noch einen Kaffee ein, und Cola gibt's grad nur. Doch gehen wir endlich wieder heim, haben wir von dem Zeit nur. Dann trinkt man noch ein Glasl Bier, wenn's sein muss bis um vier. Gib ihr den Schinger Glaslein, den jetzt braucht man ein Bier. Seit Stunden sind wir unterwegs, wo gehen wir jetzt zu dir? Gemütlichkeit und frohe Leid, die trifft man bei dir an. Was ist denn schon dabei? Jo, wir wird den Schinger-Gaserlei, denn jetzt braucht man ein Bier. Seit Stunden sind wir unterwegs und gehen wir jetzt zu dir. Die Bierlichkeit und frohe Leid, die trifft man bei dir an. In einer kleinen Garten drin bekommt uns da auf dem Schlag. Sing uns doch ein Gaserlein, was ist denn schon dabei? Ja, auf diese Affe kriegt man für einen gescheiten Dusch, das so oder ja, schon. Ja, der Juan Sanchez schaut zu, hab ich dir. Hola, Senor, ¿qué tal? Wie geht's euch auf Gran Canaria? Juan, ein Weizen aus Bayern. Der Juan hat 23 Jahre in Ringspruch den Spanier gehabt. Ach so, aha. Und dann kam ein Litterhotel drin, das abgerissen haben. Und jetzt sitzt er auf Gran Canaria, ich besuche ihn ab und zu. Und jetzt schaut er zu, Juan, mach mal den Daumen hoch für Gran Canaria. Take the Daumen hoch. Ah, siehst du das? Zack, zack, jawohl. Hasta la vista. Hasta la vista. Ja, so ist schön. Mi nombre Franco, nombre es Rudolfo. Habe ich noch einen kleinen Trinkspruch. Es säuft der Bauer, es säuft der Knecht. Auch in Gran Canaria saufen wahrscheinlich heute nicht schlecht. Nicht. Aus jeder Gurgel trinkt der Schrei. Schirei, hasta la vista! Ja, ich habe mir gestern Video geschaut von Gran Canaria, Playa de Ingles. Es wird schon langsam wieder, ein paar laufen schon umeinander.
Ja, und ich habe ab und zu einmal ein bisschen was drunter, gell? Ach, Mensch, ich bin ganz außer Augen, ich bin ja gar nichts mehr gewohnt. Und wenn du dann ein bisschen voll trinkst. Ach, muss man, ich halt einmal Bock, gell? Mhm, da kommt er dann die Welt ein bisschen anders. Das war ein Rekord. Und ich sag, dass da sechst du Sachen, die du so nicht siehst. Ja. Habe ich allerhand gesehen, so fliegende Objekte, da kriegen sie Mannerl. Am Schluss bin ich draufgekommen, dass ich mich verschaut habe, aber das Lied erzählt diese Geschichte. Vom kleinen Mannerl, ich habe ein UFO gesehen. Oh, da wird es schauen. Da hat erst ganz schön aufpassen, mein Lieber. Mag man's? Ja, ich bin schon durch. Letzte Woche um 2:30 bin ich aufgewacht. Wie weiter? Und hab fürs Fenster ausgeschaut. No, was hast du gesehen? Und Leute. Glaubt's das, was ich da gesehen hab? Okay. Da hätt's mich bald fürs Fenster umgekaut. Und noch hat was? Oh Leid, ich hab ein UFO gesehen. Servus, Frank. Oh Leid, das UFO war so schön. Oh Leid, und glaubt's was da? Dass man mit so ärzte Sachen tut, kann Spaß nicht machen. Und wir, Wald und schau auf das Objekt, ja? Das Ding doch glatt vor mir niedergeht. Ach, gemeiner. Und aus der Kiste steigt, ihr glaubt es kaum. Ja, ja? Ein kleiner, kleiner Moment. Ach, da ein Zipfelhaut. Ja? Und bis ich mich vom Schreck erholt, ja, das Mannerl schon zu mir umdrollt. Ja, bitte Gott. Ein Kanister und am Arm ist drauf. Lecker, lecker. Und ein Bayerisch, das Mannerl, dann zu mir sag, geh weiter. Omo, 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 wo bin ich da? Ich glaub, dass ich schon gleich 3 Stunden vor. Und jetzt geht mir ein oder Benzin aus. Hol mich so steil wie es geht, aus der Scheiße raus. Ich schnell dann in mein Garagenblitz. Da hin, fürs Mannerl. Holen Benzin und Spritz. Dann dank mir gleich seine Kisten voll. Und schon ist Mannerl weg. Ganz schön schnell. So! Mir glaub, dass dieses Mannerl wohl mein Alte war. Okay, weiter. Der Rasenmäher wird zum UFO dann. Mein Alte hat einen kleinen Gartenanzug dran. Ja, ach, was? Oh Leid, oh Leid, das ist es ja aus. Mit 8, was Bier schaut alles anders aus. Wie alt gehen wir zum kleinen Monster dann? Der Rasenmäher fängt zu fliegen an. Oh Leid, ich hab ein UFO gesehen. Das Mannerl drauf, das war so schön. Oh Leid, die Moral von der Geschichte. Ach, das Bier vernehmen dir die Sieg. Ja, so geht das. Jetzt kann ich da aber auch noch ein Bild zeigen. Oh, jetzt glaube ich, ja. Tü, jetzt ist er weg. Ja. Was hast du denn für ein Bild dabei? Jetzt zeige ich euch das Bild von meiner. Es hat sich jetzt ausgestellt, dass das UFO praktisch mein Alte auf dem Rasenmäher war. Warum ist jetzt der Alte, wenn ich ihn ausschalte? Jetzt geht ja. Der Schalter nicht mehr. Jetzt muss ich euch aber das Bild zeigen, wie mein Alte ausschaut. Da kannst du dann schon glauben, dass das ein Außerirdischer ist. Gell? Ja, gut. Der hat die Zipfel aufhört. Du musst sagen, du hast dir das kleine Mantel da lassen müssen. Nein, ich hab's dann austauscht. Ich war ja in Kuba und dann habe ich es austauscht und haben mir die Freundin geschnappt. Das ist ein heißer Finger. Ja, die habe ich in der Zigarrenfabrik kennengelernt, die drei Zigarren. Ja. Und da gibt es auch kein Corona nicht, weil solche Zigarren töten jeden Virus ab. Du, was ich gehört, da stimmt jetzt das, die Freundin, was das du da hast. Hat die eine Halle, stimmt das? Darf ich zum?
Gell? Die, ja, die geht die von der Halle, die von der Halle auch, gell? Darf ich so, ja. Aber da raucht es bloß drücken dann, wenn es von der auf der Halle um, oder? Ja, da raucht es hinten vorne aus. Eine Sehne suchen wir einmal. Nein, das ist wirklich. Ja, da fällt da nichts mehr in der Sehne. Sag das, ja. Du bist immer desinfiziert, ja. Weil die ganze Bude raucht. Ja, eben. Da holt sich kein Virus, auch keine Spinne, keine, ja, Fliege. Und die holt mich auf, nicht, da gehe ich wieder ins Wirtshaus. Ja, da sieht sich schon, wenn wir ein bisschen Musik spielen, ja, werden wir gleich wieder ganz locker. Ja. Vom Hocker, Petra. Ah, Petra Katerl, du bist doch aus Ingolstadt. Grüß dich aus Ingolstadt. Ja, Petra, grüß dich. Sonst hallo, servus. Der Ritterschiene, grüß. Oh, wir, von Ingolstadt waren auch viele Biker in München. Ja. Gell? Schön. Ich hoffe, ich geht's. Wir sind demnächst, im Oktober sind wir näher in Ingolstadt. Auf an so einem Abend, mit so einem Schau auf unserer Homepage, www.zecher-burm.de, sind wir im November, Oktober oder November sind wir bei euch und mit Ingolstadt hier unterwegs. Schaut auf unserer Homepage. Da, ich weiß jetzt den Ort nicht, das heißt so komisch. Hintertupfing? Nein, glaube ich nicht. Hintergugelhapfing? Hintergugelhapfing auch nicht. Auch nicht. Franz, wo spielen wir denn? Jetzt sag's einmal. Jetzt haben wir eine Premiere. Ja. Ein neues Lied. Ist geboren. Sehe das letzte, was wir haben, oder? Ja, wir kennen. Ja, wie lange haben wir schon wieder auf Sendung? Sagt man jetzt doch gar nicht, oder? Jetzt gar nicht genau. Nein. Naja, zeitlang sind wir schon wieder da. Klang schon wieder für heute. Es ist jetzt wieder schöner zum Tanzen für alle Tänzer. Das ist so Twist, Rock'n'Roll-mäßig. Der ist brandaktuell, weil den hat der Franco erst geschrieben, der Franz. Hat den gemacht, was ist los mit mir? Und da das ich so schön. Ja, weil ich habe früher, das ist schon 30 Jahre her, da hat mir aber auch nicht gefallen und ich habe mir nichts zu ihr sagen, trauer. Dann habe ich, was ist los mit mir, dass ich mich so geniere. Dann haben wir ein paar halbe Hinti gekippt. Dann ist gerade auf der Straße vorbeigerannt. Dann habe ich nachgeschrien. Dann hat sie das Jugendamt. Dann hat sie gesagt, ja, ich wollte auch schon lange was zu dir sagen, aber ich habe mich auch so geniert. Diese Geschichte. Super, ihr verbreitet immer gute Laune und das ist gut. Schöne Grüße aus Gran Canaria mit 40 Grad habt ihr. Ah, das schreibt der Juan. Ja, Juan, danke dir. Ja, das ist super. Eigentlich haben wir Weihnachten gebucht. Ja. Ich hoffe, dass wir umkommen. Im Dezember, dann werden wir uns ja wieder sehen auf ein Gläschen. Bei dir, Oma, den. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr rein von deiner Band, von deiner Ranch. Termissas. Irgendwas mit Termissas war es, gell? Schön. Campo Termissas. Ja. So, vielleicht bin ich auch mal mit dabei. Wir uns, ja, gehen. Vielleicht gehen wir mal im Gran Canaria Oktoberfest, ja, spielen drüben. Im Maritim Bleier beim, ja, Roland, das war auch mal schön. Ja, lieber war Roland. Genau. Du und ich ans Maritim Bleier. Wir haben gestern ein Video gesehen von deinem Hotel. Erste Sahne. Man geht nur mit Maske rein und dann, dass du es selber brauchst, dem ganzen Hotel keine aufsetzen. Das, ja, ist eine Sache. Echt? Gibt's das? Ja, geht's auf Playa Dingles Hotel. Ja. Maritim Bleier zum Roland. Da gehst du bloß mit der Maske rein, dann kannst du es in Taschentaschen, in den Koffer rein tun. Mhm. Und nach 14 Tagen muss es halt dann wieder aufsetzen. Mhm. Herr Söder, das war ein Geschäft für Sie. Gran Canaria, da können Sie mal ohne einen weiß-blauen Fußhobel da umeinander rein, gell? Entschuldigung. Ja. Ha, Martina, grüß die Kollegin. Martina, grüß die. Wer da alle zuschaut, gell, ist immer, ja, wieder faszinierend. Also ich muss sagen, Markus, Herr Söder, der Franz hat es nicht so gemeint, gell? Nicht, dass er. Nein. Er hat es nicht so gemeint. Er ist ein Sheriff, nicht, dass er uns einsperren lässt. Ja, eben, das ist es. Er hat da auch geholt. Es wäre doch vielleicht unser nächster Kini. Nein, was? der Aiwanger. Jetzt, wir sind ein Musiker, wir wollen ja nicht politisieren, aber zur Zeit geht es nicht aus. Ja. Der Aiwanger hat gesagt, Söder, Sie sind zu diktatorisch, hat der Aiwanger. Er war halt im Facebook, ich muss lesen, wirklich, schaut rein, steht drin. Wir, ja, ich muss nichts. Wir sind ehrlich, ja, Musiker. Er hat das Bild von König Ludwig gelesen. Ja, den haben sie aber, das, der ist aber erdrückt. Queen. Weiß man nicht. Nicht, dass uns das sperren jetzt, wenn wir es auf YouTube haben und bei einem Mord drüber gehen. Herr Söder. Nein, das nichts für gut. Nein, Herr Söder. Herr Söder, Sie wir kommen wieder mit 12.000 Bikes auf München, genau. Dann wird das schon. Ja. Das nächste Mal nehmen wir Instrumente mit. Ja, jetzt am Donnerstag sind auch die ganzen Schausteller in München, ich glaube 3.000 Schausteller, Zirkus, Renz, Veranstalter, da geht es auch wieder rund. Am Odeonsplatz am Donnerstag übermorgen, also wer Zeit hat, schaut vorbei, da ist es auch lustig. Schausteller und Musik ist auch eine Familie, gell? Wir halten wir jetzt sowieso zusammen. Wir lassen uns auch nicht unterkriegen. Nein. Und wenn alle Strick reißen, dann sitzen wir uns auf unseren Bikes und fahren wir halt aus, dann ist sowieso alles klar. Eben. So, und jetzt nochmal zurück zu dem Lied. Das ist aber unser letztes dabei. Was ist bloß los mit mir? Das ist jetzt eine Premiere. Wir haben es
bloß einmal durchgespielt, bevor wir angefangen haben, wenn es nicht so genau tut. Verzeiht es uns. Aber irgendwann muss man anfangen. Demnächst werden wir es im Studio dann schon aufnehmen, aber heute geht es halt einfach. Das muss einfach dazu. Was ist bloß los mit mir? Jetzt geht er nicht durch. Doch. Was ist bloß los mit mir? Dass ich mich so schön ist. Immer wann ich dich seh, bleib ich stumm um dich her. Immer wann ich dich seh, dann möchte ich mit dir reden. Doch ich bring kein Wort nicht raus, ich bin so verliebt. Würd so gerne mit dir gehen, das hätte ich dir gern gesagt. Doch ich hab einen Frosch im Hals, der mich dauernd plagt. Was ist bloß los mit dir, dass ich mich so genier? Immer wann ich dich seh, bleib ich stolz. Gestern sitz ich in der Kneipe und schütt im Vollwein ein. Hofft der Frosch, der spült sich runter und der Hals wird frei. Ich spring auf die Straßen raus, weil ich sie die grad geh. Und ich schrei dir hinten noch, wie sehr ich auf dich steh. Doch du drehst dich um und sagst zu mir verling. Ich hab ein Frosch im Hals, wollt lang schon mit dir reden. Doch was ist bloß los mit mir, dass ich mich so schön ist. Immer wann ich dich seh, was ist bloß mit mir, dass ich mich so genier? Immer wann ich dich seh, bleib ich stumm und ich geh. Was ist bloß mit mir, dass ich so schön ist, immer wann ich dich seh, bleib ich stumm und ich geh. Ja, was ist bloß los mit mir? Das war jetzt wieder Musik ohne Kraut und Ruhm von die zwei Zecherbuben. Jetzt müssen wir aber noch was trinken, bevor wir abschalten. Ja, schon. Ja, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ah, die Edith ist auch noch. Edith, nächster Stand ist, müsst bald nein, passieren, super. Oder? Das kriegen wir schon. Also, wir trinken auf eure Gesundheit. Ja. Der Heuschalter funktioniert. Halt's alle durch. Jetzt ist er wieder da. Halt's durch, es wird dauert nicht mehr lang. Ja. Und bleibt's gesund. Bleibt's gesund und schaut's bei uns vorbei, www.zecher-burm.de oder ins Facebook Zecherburm oder YouTube, war uns lieber. Ja. Zecherburm, also Kids abonnieren. Ja, kurze Durchsage zu unserer Nadia. Nadia ist am Freitag, 31. Juli in zum Hofmannbräu in Läufling. Da singt unser Nadia, ich will es ein wenig begleiten dazu. Also da ist dann Dolce Bavaria, Nadia Sommer. Wer in der Nähe von Kamm ist, schaut vorbei zum Hofmann. Ich glaube, der ist schon im Kurpfalzpark drin. Weiß ich nicht genau. Kurpfalzstraße 29 könnte der Kurpfalzpark sein. Mhm. Ja, jetzt muss ich meine Gitarre tun, mein Hut, mein Bauch jetzt hier.
ja, nochmal für alle, die morgen wieder zum Einkaufen gehen. Geht es einmal so mit den Massen, gibt es also wie gesagt für 12 Stück für 10 Euro beim Amazon. Ist nicht schlecht, man kriegt halt schlecht Luft. Aber naja, wir wünschen euch auf jeden Fall. Ah, also, so wie wir angefangen haben, hören wir auf. Ja. Macht es gut. Habe die Ehre. Nächsten Dienstag haben wir nicht im Tonstudio. Nächsten Dienstag senden wir wieder von hier um 20 Uhr. Das ist fest durchteilen. Letztes Mal haben wir 1200 Aufrufe gehabt. Teilt sich durch das Video. Ja. Das freut uns immer, dass so viele Leute zuschauen. Macht es gut. Ich gehe jetzt auf den Ausschalter. Für Zeug. Servus. Ich tue jetzt meine Maske rüber. Hey Franz, was ist da drin? Bring die Maske nicht mehr rüber. Da ist ein Alkohol drin und ein Klebstoff. Die hat sich festgesaugt.